So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Wheel-Test-Folge. Schließlich kann man gucken, ob der Mytest-Server mittlerweile, das Mytest-Forum mittlerweile, genau, wieder online ist. Hohle Erde, Realität, oder? traumatisierend. Wheel Grinder auch noch. Schön, was auch alles mit Wheel geschrieben wird, ne? Also ich weiß nicht, irgendwie wird es in letzter Zeit immer häufiger. Ich weiß nicht, was sie mit dem Mind-Test-Forum machen, aber das ist mittlerweile echt Glücksfall, ob das Ding überhaupt noch erreichbar ist. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht irgendwann mal anfangen, meine ganzen Threads, die ich in Mytest-Forum habe, zu backuppen. Also rauszukopieren. Irgendwas sagt mir, dass es bald irgendwie an irgendwas kollabieren wird. Ich meine, es gab ja letztens schon mal einen Mytest-Forum-Crash. Und so wie es aussieht, haben wir wahrscheinlich bald noch einen. Na gut. Forum, denn schon mal nicht. Dann zeige ich das vielleicht irgendwann mal in einer anderen Folge. Wenn bis dahin das wieder online sein sollte. Wenn nicht, dann nicht. Ja. So. Okay, unsere Kisten. Sehr schön. Diesmal auch mit Uhrzeit. So, dann machen wir einfach mal Set, Time, Speed auf. Ganz ehrlich, komm, wir machen mal 24 oder sowas. Geht jetzt die Sonne? Mann, warum muss jetzt die Wolke davor sein? Scheiß Sonne, Alter, ich hasse dich. Scheiß Wolke. So. Ich würde mal sagen, wir krallen uns noch ein bisschen Holz. Wir machen jetzt die Erde weg, komm ganz ehrlich. Ist zwar eine langwierige und mühselige Arbeit, aber was sein muss, muss sein. Was? Eine Blume. Was tue ich eigentlich gerade? Wird das Ding einfach so lassen sollen? Ja, nee. Also auch normale Erde braucht ewig. Egal ob mit Schippe oder ohne Schippe. Da sind ein bisschen heftig. So, erstmal gucken, was wir mittlerweile eigentlich alles bauen können. Also wir können einen Korb bauen. Wir können das, was auch immer das sein soll. Okay. Es gibt hier also auch geometrische Figuren als Ganzes. Dann können wir wackeln. Was? Indem man Stöcker brennt, also kocht, werden daraus Fackeln? Okay. Eine sehr seltsame Weltansicht, aber ich bin damit zufrieden. So, Claymulde. Ja, okay, siehst du, Holz verbrennen, kriegt man Holzkohle. Okay. Sehr schön. Firestarter. Oh, wow. Wir müssen also Feuer entzünden. Die Frage ist nur, was brennt alles? Brennen Bäume? Einfach mal einen Baum anzünden. Easy. Gut, dann machen wir mal ganz kurz hier. Wir machen erstmal hier so einen Feueranzünder. Dann machen wir was jetzt? Ach genau, ne Mulde. Mal gucken, was wir damit alles machen können. Sieht mir ja fast aus wie so ein Boot. Ob man damit schwimmen kann, keine Ahnung.
Claymulde. Okay, man bekommt davon auf jeden Fall gleich 5 Stück. Das ist ein bisschen heftig. Okay, man kann damit offensichtlich nicht so viel machen. Gut, dann gucken wir mal, was so alles brennt. Okay, das Feuerzeug hält nicht so lange. Und das Zeug brennt schon mal nicht. Was gibt es denn noch? Was könnte noch brennen? Stöcke hinbauen kann man nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man Feuer macht. Was ist gerade passiert? Hä? Warum kann ich auf einmal Holz einfach so abbauen? Habe ich irgendwas verpasst? Wait a second. Ah, lol, na gut, das kann natürlich auch sein. Dass er das über Parameter 2 speichert, ob man selber das Holz platziert hat und wenn ja. Ja, lol. Das heißt, wenn man selbst Holz platziert hat, dann kann man das mit der Hand ganz einfach wieder wegnehmen. Okay, das ist geil. Das ist richtig geil gemacht. Auch wenn ich immer noch nicht weiß. Oh, das Gras hat sich vermehrt. Interessant. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie wir an Holz kommen. Ja, eine brauchbare Schippe. Ah, Sakrileg. Kannst du nicht mal irgendwie Eisen geben oder irgendwie sowas, was man irgendwie, worauf man was Mächtiges bauen kann? Und damit meine ich nicht meinen mächtigen PS. Ja, gut, jetzt. Das was Schwarzes. Weg, du scheiß Erde! Mann, warum dauerst du so lange? Danke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das haben wir nicht gesehen? Das haben wir nicht gesehen? Ernsthaft jetzt? Also das Gelbe ist wahrscheinlich kein Gold. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das hier könnte Kohle sein. Das wäre geil. Da könnten wir uns nämlich auch jetzt gleich mal eine Fackel bauen. Und die Fackel dann tatsächlich hier mal ein bisschen die Höhle ausleuchten. Weil hier scheint es ein paar Rohstoffe zu geben. So, Tenurite. Ich sag's ja, das ist absolute Katastrophe. Es gibt hier so viel Scheiße. Ist das zufällig Kohle? Nein, es ist nicht. Alter, wir können uns auch keine Holzkohle machen, weil ich nicht weiß, wie man Feuer anzündet. Ich bin verloren. Ich habe absolut keinen Plan, wie wir jetzt hier irgendwas Sinnvolles bauen können. Irgendwie was. Ja, weiß nicht. Was ist das? Das ist doch Gold. Ja klar, Gold gibt es auch so weit oben. Aber keine Kohle. Ah, Mann. Moment mal, das hier ist auch dunkler, oder? Ne, ist auch so, ist genauso braun. So genauso hell. Warum gibt es keine Kohle? Ich will Kohle haben. Aber interessant, dass wir jetzt schon Gold haben. Mal gucken, was man aus Gold alles machen kann. Außer Goldzähne. Gar nichts. Es ist, soweit ich sehe, nichts dazugekommen. Interessant. Achso, wow. Hä? Cocking. Ja, wir können nicht cocken. Boah, ey. Wir bräuchten hier in der Höhle irgendwie Licht. Gucken, ob es noch weitere Sachen gibt. Oder ob es nur das hier, ob das jetzt schon quasi schon war. Man sieht halt einfach nichts. Ach man, dieses Spiel mag mich nicht. Ich meine ganz ehrlich, ich würde doch einfach mal nach oben gehen, also auf den Berg rauf gehen und dann mal ein Loch durch die Decke schlagen. Och, jetzt lass mich doch mal nach oben hier. Wie hoch ist der Berg? Oh, sehr hoch. Ah, keine gute Idee. Obwohl, vielleicht doch. So sind wir zumindest schneller, als hier irgendwie manuell zu versuchen, irgendwie Licht reinzubekommen. Also mit Fackeln oder sowas. Denn wie es aussieht, kann das eine Weile dauern. Deswegen gehe ich jetzt einfach über die Höhle. Klaue ein paar Steine. So, da ist der Höhleneingang. Das heißt, hier ist eine gute Position. Über mir sind aber Blätter. Das heißt, ich gehe mal nach da. Und jetzt baue ich mich einfach nach unten.
könnte ein bisschen wehtun beim Auftreffen. Ich mache deswegen mal hier so einen Zweierabbau. Ah, diese Erde. Also wenn sich das alles nicht lohnt, ja, dann bin ich aber raus hier. Dann bin ich aber... Wir brauchen irgendwas, womit wir ein bisschen schneller Sachen abbauen können. Irgendwie schön. Na gut, jetzt fällt mir gerade ein, ich baue jetzt gerade hier Zweierbreite, damit ich nicht einfach ins Loch reinfalle. Aber wir müssen ja sowieso reinfallen, weil rauskommt tun wir hier nicht mehr. Von daher gibt es sowieso bloß den Weg nach unten. Ja, dann kann ich auch gleich direkt nach unten bauen. Geht doppelt so schnell. So, da sollte ich aber die andere Seite verwenden. Genau. Da sind wir weiter im Höhleninneren. Da wird die Höhle effektiv besser ausgeleuchtet. Das dauert so scheiße lange. Entering the mine. Test. Wie, ich baue jetzt auch gerade eine Höhle vorbei. Dann raste ich aber aus. War das echt so tief? Was tue ich hier? Vor allem, wie kommen wir eigentlich an Nahrung ran? Fällt mir jetzt mal gerade so auf. Ich glaube, wir sollten uns da doch mal auf die Suche nach Gras oder sowas begeben, damit wir hier mal, weiß nicht, irgendwie so Blätter bekommen. Eine Samen bekommen, so Weizen oder sowas. Alter, warum? Oh, scheiß die Wand dann. Ah, geht doch. So, schon, hä? Es hat nichts. Hier ist gar nichts drin. Wollt ihr mich verarschen? Es hat nichts. Es war komplett umsonst. Es war komplett umsonst. Ihr wollt mich doch hier vergewaltigen. Ist nicht euer Ernst. Ich bin raus. Tschüss. Gott. Okay, also dieses Spiel ist definitiv was für Leute, die sehr viel Geduld haben. Das macht es natürlich auch irgendwo natürlich geil, ne? Weil man ist nicht direkt am Anfang direkt am Durchstarten. Aber es macht das Ganze halt fürs Let's Play ein bisschen problematisch. Ich meine, wir haben effektiv noch nichts wir haben noch nicht mal unser Haus, wir haben noch nicht mal eine Holzhütte gebaut. Es ist traurig. Okay, wir brauchen Gras. Wir brauchen irgendwie Gras. Ich meine, noch ist unsere Gesundheit relativ gut. Scheiß was drauf. Wie kommen wir denn Essen ran? Also, es gibt offensichtlich keine Tiere, zumindest noch keine rum. Ich weiß noch gerade gar nicht, ob ich die Spawnrate eingestellt habe, ob die Spawnrate auf das Spiel einwirkt. Vielleicht gibt es ja doch Spiele, aber die spawnen einfach nur nicht, ne? Kann ja sein. Ja, und bei euch so? Was geht so ab bei euch? Wie läuft's in der Schule, die gerade geschlossen hat? Apropos, ne? Das Problem ist halt, das Video kommt halt erst in 3 Wochen raus. Aber... Also von daher weiß ich jetzt nicht, wie aktuell das in der Zeit überhaupt noch ist. Aber wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, ist immer noch Corona. Und so wie es aussieht, also so wie es jetzt aussieht, ist sogar noch sehr lang. Ne, es gibt jetzt erste, so erste Datenstatistiken und sowas alles. Und die wurden jetzt mittlerweile auch ausgewertet.
Und das Ergebnis ist aber nicht so freundlich. Also wie gesagt, jetzt aktuell Stand ist der 3. April. Wenn ihr das Video seht, ist also wahrscheinlich so der 24. April. Kommt das ungefähr hin? Oder der 31. April? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja. Wenn ihr das Video seht, wenn wir jetzt anfangen, also für euch vor 3 Wochen, komplett alles dicht zu machen, also wirklich komplett Ausgangssperre, also nur noch fürs Einkaufen rauszugehen quasi, aber keine Freizeitaktivitäten mehr, das, also quasi so wie in China, das komplett abgeriegelt wird, dann würde Corona im besten Fall noch mindestens 2 Monate so weitergehen, dass die Ausgangssperre erhalten bleiben müsste. Das heißt, nach 2 Monaten würde dann wieder Normalität ins Leben einkehren, wenn wir jetzt 2 Monate komplett hart durchziehen und wir die glücklichste Situation haben, die man sich vorstellen kann. Ne? Also wirklich im Best-Case-Szenario. Wenn wir aber, so wie es eher aussieht, an der Flat-Curve festhalten, also Ausgangsbeschränkung, keine Sperre, und halt dafür sorgen, ne, dass wir aber versuchen, ne, nur so ein bisschen so ins Leben einzugreifen, dass man halt noch rausgehen kann, aber halt nur zu eins oder zu zweit oder sowas. Dann würde das Ganze noch weit über ein Jahr gehen. Das heißt, wenn ihr die Folge hier seht, dann auch noch ungefähr ein Jahr, mindestens. Da hat MyLab ein ganz informatives Video auch rausgebracht. Ich gehe mal davon aus, Leute, die mich gucken, also die meine Let's Plays gucken, die haben ein bisschen was im Grips. Und Leute, die ein bisschen was im Grips haben, kennen wahrscheinlich auch schon MyLab. Wenn nicht, hier jetzt auf meine offizielle Empfehlung. Wie gesagt, MyLab hat jetzt heute, gestern, irgendwie so, auf jeden Fall so um den 2. April rum, müsste nämlich gestern gewesen sein, ein Video rausgebracht, das könnt ihr euch ja angucken. Mit so aktuelle, wie es so aktuell steht. Das ist nicht gut. Wir sind fast fertig. Komm, wir fangen erstmal hier an zu bauen. Das können wir später noch wegmachen. So, zuallererst würde ich mal sagen, wir machen. Siehst du, können wir eigentlich hier aus Holz machen? Nee. Gibt es keine Holzbretter? Ne, so scheiße, so ist dumm. Man müsste halt irgendwie so bauen. Momentchen mal. Jetzt sagt mir nicht, man kann die Dinger nicht quer irgendwie irgendwo hinbauen. Hä? Nee. LOL? Gibt's einen Schraubendreher? Es gibt einen Speer. Nice. Gibt's Schraubendreher? Stonehammer? Stone Axe? Shovel? Stone Pick? Okay. Man kann aus dem Gestein echt nichts machen? So gar nichts? Interessant. Ja gut. Alter, was brauchen wir denn alles? Okay, wisst ihr was? Wir suchen zuerst mal Gras. Irgendwas.
womit wir uns mal hier ein bisschen. Oh, was ist das denn hier? Hä, wo kommt die jetzt her? Das war gerade eben noch nicht hier, oder? Lol, gibt's einfach mal Maulwürfe. Ups. Ist ja süß. So, was wir suchen. Alter, hier ist die ganze Zeit jetzt überall. Was ist denn hier los? Das ist ein Angriff. Pandemie. Corona. Die sind jetzt wirklich überall. Okay. Tja, ich suche gerade irgendwie ein bisschen Rasen, aber ich finde hier absolut keinen Rasen. Die Sache ist halt, wie gesagt, mein Test, also das Spiel ist ja 2012. Und 2012 gab es in Vanilla mein Test, gab es auch noch keinen Rasen. Das wurde erst viel später hinzugefügt. Das heißt, wenn es hier Rasen gibt, dann müsste das halt wirklich vom Spiel selber sein. Aber scheint tatsächlich nicht so zu sein. So, finden wir wieder das Kohle. Was ist das da? Das ist schon wieder sowas Braunes. Ah, das garantiert keine Kohle, sondern wieder dieses komische Madarara. Limonite, noch was Neues. Scheiß die Fanta, Alter. Hä? Lol. Okay, geil. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Kann das jetzt durch diese komischen Dinger hier? Ne? Durch die, hier sag schon. Ich brauche noch Wasser. Also hier durch diese komischen Sandhäufchen. Das wäre natürlich voll nice. Das Problem ist halt, um die Dinger anzubauen, brauchen wir halt Wasser in der Nähe. Das heißt, wir müssen irgendwo, wo Wasser und Sand ist. Und hier ist... Obwohl doch, hier würde es gehen. Dann baue ich erstmal ein Feld hin. Ne? Da brauchen wir erstmal eine Hake für. Achso, ich brauche erstmal hier so ein Holzding. Holz haben wir mehr als genug. So, jetzt brauchen wir das Ding, eine Hoe. Ho, ho, ho. Da brauchen wir Steine für. Ach da. Ach man. So. 4 Stück. Na klar. Wollen wir auch so viele brauchen. Und wir haben eine Ho. Und Platzmangel. So. Was ist das jetzt schon wieder für ein Zeug? So. Oh, das andere war das hier, Sojaseed. Sojaseed. Dann haben wir noch Flaxseed. Was sind das für Wörter? Ich kenne das alles gar nicht. Hoffentlich ist das irgendwas, was man essen kann. Sonst haben wir hier ein dezentes Problem. Ich sehe wirklich keinen Rasen. Nichts, gar nichts. Ach, jetzt hier haben wir auch ein bisschen Teich. Geht's auch runter? Hä? Oh, hier geht's gerade schon runter.
Aber keine Kohle. Kein Eisen. Ein bisschen deprimierend. So, auf jeden Fall wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Und zwar diese kleinen Kackhäufchen entfernen. Da kriegen wir wahrscheinlich Seed für. Seeds. Sitzen. So, erstmal hier ein bisschen Scheiße in die Kiste ablagern. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du auch. Ja, die ganzen Werkzeuge bringen alle gar nichts. Euch beide behalte ich mal, weil euch beide brauche ich tatsächlich. Na gut, dich kann ich auch mitnehmen. So, dich brauchen wir nicht. Achso, ich sehe, könnte ich gucken, ob man damit schwimmen kann. Der Teich war da irgendwo, oder? Oh, was ist das denn? Okay, wir nur so komisches Zeug, was wir schon alles kennen. Ja. Alles Zeug, was wir schon kennen. Gold. Dieses komische Sulfus-Zeug da. So. Ne. Interagiert nicht mit Wasser. Das heißt, was auch immer das ist, es ist irgendwas, was wir gerade nicht gebrauchen können. Oder zumindest etwas, wo mir der Sinn noch nicht erschließt. Nein, das klingt auch falsch. Wo sich mir der Sinn noch nicht erschließt. So ist das richtig. Grammatik und so. So, also kannst du auch weg, du kannst auch weg, du kannst auch weg. Du kannst sowieso weg, du auch. Gold sowieso. Hier, Clay, ganze Scheiß kann alles weg. Was ist dieses dunkle Holz? Das ist Pine. Pine haben wir. Davon können wir durchaus noch ein paar bisschen was pflanzen hier. Ich mach einfach mal da so hin und da so und mach ich da noch so hin. Und hier so ein paar Bäumchen können hier nicht schaden. Haben wir ein bisschen Vorrat. So. Okay, also das Dschungelgras breitet sich hier überall schön aus. Bringt mir leider eher weniger, weil damit kann man nichts machen. Wie scheint. Und es ist doch alles nur Dschungelgras, kein normales Gras. Ach, Kacke. Ui, hier geht aber schon runter. Ich kann noch ein bisschen weiter, aber da kommen wir nicht weiter. Na gut. So, gehen wir mal wieder zurück zu unserer komischen. Achso, erstmal gucken, ob wir noch Sandhäufchen sind. Damit wir noch ein bisschen mehr Seeds bekommen. Denn Seeds sind gut. Vielleicht finden wir noch mehr Seeds, also verschiedene Varianten. Die Sonne schon untergehen. Und wir haben noch nicht mal herausgefunden, wie man Feuer macht. Wir wissen nicht, wie man Feuer macht. Das ist ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. Okay, jetzt finde ich keine Sandhäufchen mehr. Verstehe ich nicht. Draußen der Hund bellt auch schon wieder rum. Tja, wir müssen irgendwas machen. Ach komm. Wieder ein Feuer kommen. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein paar Sachen anzuzünden. Zum Beispiel Blätter. Das Problem ist, Blätter kann man ja nicht mitnehmen. Das heißt, wir könnten höchstens die Blätter von vorhandenen Bäumen anzünden. Mehr aber auch nicht. Oh, hier sind ein paar schon große Bäume. Die brennen bestimmt gut. Ne, gar nichts. Vor allem das Feuerzeug wird auch verbraucht, obwohl es keinen Sinn macht. Also obwohl es nicht funktioniert. Wie hinterhältig ist das bitte? Das ist ein bisschen scheiße. So, hier haben wir mal ein bisschen tieferen Fluss. Vielleicht sehe ich hier irgendwas Neues. Beispiel, was bist du?
Piet. Was zur Hölle ist Piet? Oris Piet. Okay. Moment, soll irgendwas was brennt oder was? Moment mal, muss ich mal machen. Moment mal, ja. Irgendwo hinpacken. So. Was war das jetzt gerade? Ah! Oh! Hä, aber so gesehen müsste das ja auch brennen. Moment mal. Alter, ich verschwende jetzt mein ganzes Holz dafür herauszufinden, wie das Feuerzeug funktioniert. Hör, brennt nicht. Leck mich am Arsch. Ach Mann, oh. Warum ist das so? Ja gut. Wir müssen irgendwie einen Ofen oder sowas bauen können. Irgendwas, womit man irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwas verbrennen kann. Aber ich habe halt absolut keinen Plan, wie. Weil Stein haben wir ja bereits. Und es wird dunkel. Achso, ja gut, okay, klar, so. Stone Makadam. Ja, wow. Damit kann man aber nichts machen. Ha! Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht kann man da sich irgendwas mit einem Zaun bauen, so eine Art Lagerfeuer oder sowas. Keine Ahnung. Ich probiere einfach nur ein bisschen rum gerade. Daraus kriegt man einen Zaun. Ah gut, ganz schön teuer. Man kann den Zaun nicht hinstellen. Warum, wozu gibt's den dann bitte, wenn ich zum Hinstellen? Sag mal, es wird dunkel. Ja. Okay, wir haben schon mal das erste Saatgut. Ist das schon fertig? Oh Mann. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt, wo es dunkel wird, Bilanz. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Es ist ja doch fast genauso verwirrend wie Notecore. Ich meine, es ist halt so, ne, wenn man weiß, wie man spielt, ist es wahrscheinlich ein leichtes. Aber erstmal intuitiv dahin zu kommen, ist halt nicht so leichtes Unterfangen. Von daher. Würde ich mal doch sagen, wir machen jetzt hier Feierabend an der Stelle. Und mal gucken. Vor allen Dingen halt mal gucken, ob das Spiel halt wirklich weiterentwickelt wird. Also es sieht halt ultra geil aus. Ich würde das also genauso wie Notecore, ne? Wenn das irgendwann mal in einem spielbaren Stadium ist, werden wir dazu auch definitiv. Werden wir auch definitiv dazu nochmal ein richtiges Let's Play machen. Aber ich glaube mal, jetzt sollten wir es erstmal dafür belassen. Vor allem, weil ich halt keinen Plan habe, wie wir jetzt hier weitermachen. Erstmal no joke. Okay.
Aber war schon mal an sich ein schönes Spiel oder ist für sich ein schönes Spiel. Gut, ich entferne das gleich wieder. Ist für sich ein sehr schönes Spiel. Können wir definitiv später natürlich dann, ne, mit der denn aktuellen Version neu anfangen. Klar. Deswegen habe ich es auch gerade gelöscht. Aber da können wir später wahrscheinlich noch mal ein bisschen Spaß mit haben. Genauso wie mit Notecore. Ich probiere mal nochmal, ob das Forum mittlerweile wieder ne, erreichbar ist und so. Wirklich dran glauben tue ich ja nicht. Ne. Warum auch? Gut, dann würde ich mal sagen, in dem Sinne, schau mit V und dann sieht man sich dann Montag wieder zum normalen Creative Server Let's Play. Bis dann. Ja, bitte das richtige Fenster.